Brücken und Parkhäuser aus Stahlbeton sind im Winter stark im Kontakt mit Streusalz ausgesetzt, welches viel Chlorid enthält und die Bausubstanz der Bauwerke angreift. Gleiches gilt für Bauwerke in Küstennähe. Hier ist das Meerwasser Quelle der Chloride. Daher müssen diese in regelmäßigen Intervallen auf ihren Chloridgehalt überprüft werden, um Aussagen über Funktionalität und Schädigungsgrad treffen zu können. Diese Chloridionen dringen in den Beton ein und wenn sie den Stahl erreichen und dort Feuchtigkeit und Sauerstoff vorhanden ist, dann kann es zur sogenannten Lochfraßkorrosion kommen und dann versagt der Stahl und das Bauwerk kann seine Funktion nicht mehr übernehmen. Es kann sein, dass wenn die Betonqualität nicht stimmt, dass die Ionen schneller eindringen und dann muss schon vorher eine Instandsetzungsmaßnahme erfolgen. Die Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung in Berlin forscht unter anderem im Bereich der Bauwerkssicherheit. Die Anwendung der laserinduzierten Plasmaspektroskopie, kurz LIPS, erlaubt es Gerd Wilsch und seinem Team, detaillierte Aussagen über die Zusammensetzung und letztlich auch den Schädigungsgrad des Baustoffs Beton treffen zu können. Es wird eine Materialmenge verdampft, einige Mikrogramm. Man erzeugt ein Plasma und dieses Plasma sendet elementspezifische Strahlung aus. Und diese elementspezifische Strahlung benutzt man, um dann mit spektroskopischen Mitteln die Elementzusammensetzung im Plasma zu untersuchen. Im Labor werden dabei am Bauwerk entnommene Bohrkerne untersucht. Das von der BAM und Kooperationspartnern entwickelte mobile LIPS-Gerät macht es nun möglich, exakte Analysen direkt vor Ort am Bauwerk durchzuführen. In der Bauwerksprüfung an Beton ist dieses mobile Verfahren einzigartig. Wir sind hier quasi zerstörungsfrei. Also wir haben ja ein Brückenbauwerk oder ein Parkhausdeck. Wenn man da einige Mikrogramm von der Oberfläche verdampft, dann ist das also kaum zu sehen auf der Oberfläche. Aber wenn man wirklich jetzt ein kontinuierliches Tiefenprofil haben will, dann kommt man über die Bohrkernentnahme nicht herum. Aber man hat eben mit LIPS den Vorteil, dass man eben diesen Bohrkern sofort untersuchen kann und den Chloridgehalt bezogen auf den Zement bestimmen kann. Das ist das Grundgerät. Da drinnen befindet sich die Dioden für den Laser, für die Speisung des Lasers. Besonderheit im Vergleich zum Laborgerät ist, dass er weniger Energie hat, aber trotz seiner geringeren Energie, dafür ist er eben kompakter und man kann ihn sehr gut mobil einsetzen. Und wir kriegen auch mit dieser geringeren Energie ausreichend Signale, um vor Ort die kritischen Stellen zu identifizieren. Kooperationspartner der BAM bei der Entwicklung und Testung des mobilen LIPS-Systems ist unter anderem das Ingenieurbüro SKP. Die Ingenieure nutzen die Geräte bereits regelmäßig im Rahmen gemeinsamer Forschungsprojekte. Der Riesenvorteil daran besteht darin, dass wir die Informationen online und sofort aus erster Hand direkt am Bauwerk gewinnen können. Der große Vorteil hierbei ist, dass wir bestimmte Dinge im Baustoff separieren können. Im Baustoff Beton können wir zum Beispiel die Bindemittelmatrix Zement mit Hilfe des Verfahrens separieren von den eigentlichen Gesteinskörnungen, die für uns in der Analytik eher uninteressant sind. Und diese Separierung, die bietet meines Wissens kaum ein anderes Verfahren. Wir sind sehr stark daran interessiert, dass eben halt diese Verfahren am Markt etabliert werden und als Standarduntersuchungsprogramm eingeführt werden. Hergestellt werden die mobilen LIPS-Geräte in Zusammenarbeit mit der Secopta GmbH aus Berlin. Um das mobile Analyseverfahren aus der Forschung in den Markt zu bringen und dem Bauingenieurwesen zur Verfügung zu stellen, bedarf es gesetzlicher Normung und Richtlinien. Wir haben also jetzt ein Verfahren, das eben in vielen Fällen einfach kalibriert eingesetzt wird, aber auf Dauer streben wir eben auch Zertifizierungen an, Richtlinien. Und da ist natürlich das Zusammenbringen von Expertisen einmal BAM, die die ganze Baustoffchemie kennen, SKP, die das dem auf der Baustelle beherrschen und uns mit der Anlagentechnik sehr, sehr fruchtbar. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Partnern aus der Wirtschaft ermöglicht es der BAM, ihre Forschung im Bereich der Bauwerkssicherheit und mobilen Baustoffüberprüfung für den Markt nutzbar zu machen.